Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren ETS 2 Konvoi von der YouTuber-Spedition. Dabei sind ich, Lavan. Ich, der Francesco von den Funky Junkies. Und einer Hallo? Fehlt. Und ich, der Mike. So, Moment. Ja. Ich war gemüht, what the fuck. Kein Problem. Dann lass uns mal losfahren. Und zwar fahren wir dieses Mal nach Bremen, BZW Hamburg. Ich fahre nach Hamburg, die anderen beiden fahren nach Bremen. Irgendwie habe ich immer das Los, einen bisschen längeren Auftrag zu fahren. Diesmal fahre ich einfach raus. Wie kommt das nur? Ja, weil ich ein bisschen höheres Level bin, weil ich mit meinem Account spiele. Ja, von der 100. So. Ich nehme es übrigens wieder mit, ich sag mal, der Shadowplay-Variante von AMD. Nehme ich jetzt auf. Und mit Order City. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe gar nicht geguckt, ob das richtige Mikro ist, aber ich gehe mal davon aus. Ich kann verstehen, warum ihr einen schönen Abstand haltet. Also ich kann ich nachvollziehen. Ich werde gleich nochmal kurz aus dem Spiel rauslassen bei der Tanke hier. Sollen wir mit auf der Tanke drauf fahren? Was? Ich fahre auch mal kurz mit auf der Tanke drauf. Übrigens keine Collision Zone, ne? Ich weiß, ich stelle mich hier jetzt auch nur an der Seite. Warnblinkanlage an. Und dann warte ich kurz. Leider könnt ihr meinen Skin nicht sehen. Ich habe hier einen schönen Deutschland-Skin. Das können die Leute ja, wahrscheinlich halt nur auf meinem Kanal auch sehen. Ich habe so einen Blitz-Skin. Ich bin gleich wieder da. Du bist der Rote, ne? Mein Skin könnt ihr bestimmt sehen, denn ich habe keinen. Ja. Wir können weiterfahren. Ich bin wieder da und es wird aufgenommen. Gut. Ich fahre los. So. Schön, erstmal so ein bisschen über Landstraße, dann geht's gleich wieder auf die Autobahn. Genau, ab nach Bremen. Da habe ich übrigens angefangen, weil ich dort am nächsten bin. Ach, da ist deine Heimatbase. Von Tomaten. Ja, das ist ja 50 Kilometer oder 60 Kilometer von entfernt, von Oldenburg. Ach, ja, du meinst von deinem Wohnort. Genau, ups. Deswegen. Ich wohne in der Nähe von Hannover, hab aber mit diesem Account, glaube ich, damals in Mailand angefangen. Ich bremse, ich stehe, weil ich wohl wieder zu stark gebremst habe. Alles gut. Ich sehe einfach nur zwei grüne Punkte, die fast zu einem werden. Nee, aber es war schon ordentlicher Abstand. Sicherheitsabstand war gewährleistet. Wie viel sind das bei LKW? 50 Meter, ne? Weiß ich nicht. Kein Plan. Also ich glaube 50 Meter mindestens. Meine ich, im Kopf zu haben. Falls jemand das weiß, in die Kommentare. Dann will ich den Retarder ausmachen und mach ihn an. Ja, du bist ja auch ein bisschen retarded. Entschuldigung. Mensch, du bist ja wieder ein richtiger Scherz-Keks heute. Ich fahre jetzt keine Anspielung auf Keks haufen, tut mir leid. Nee, alles gut. Oh, hier ist ein richtiger Konvoi links. Ich muss dir sowas öfters anhören. Hier ist ein richtig viel Verkehr links. Das war gerade wirklich ein purer Zufall. Hier ist auch ein Konvoi. Grüß mal. Also ich sehe keinen. Ihr seid von meinem Map-Feld weg, weil ihr so schnell fahrt scheinbar. Okay, ich fahre mal ein bisschen langsamer. Also ich fahre 62. Ich 96. da ist wahrscheinlich... Oh mein Gott, das sind aber viele Punkte. So. Ich fahre mal ein bisschen langsamer gerade. Oh mein Gott. Ich bin fast wieder in mir. Also, du bist ja hinter mir, ne? Direkt. Ja. Hab ich gerade schon gesehen. Will der eine jetzt raus? Ernsthaft? Oh mein Gott. Der Konvoi, ne, der da vorne jetzt fährt. Ja, die fahren alle jetzt, glaube ich. Ja, du kommst mal wieder, weil du viel zu spät kommst. Musst dich hinter den anderen Konvoi einreihen. Oh mein Pech Gott. Gehabt. Ja, obwohl, eigentlich hast du ja Vorfahrt. Ich würde einfach fahren. Also ich glaube, das nicht. Ich hatte Vorfahrt und der eine will mich scheinbar vorlassen. Und es regnet immer noch. Ich habe die Regenwahrscheinlichkeit schon runtergestellt, aber das Spiel meint, nö, wir lassen es regnen. Bei mir ein bisschen fresh die Sonne auf. Bei mir ist auch die Sonne. Ach, ihr habt schön und ich muss hier durch verregtes Deutschland fahren. Selber schuld. Ich glaube, ich habe die Regen wahrscheinlich ganz ausgestellt. Oder links ist doch aus, oder? Ja, müsste ja. Das wäre ja auch kein Sinn. Wäre auch kein Sinn, wenn rechts. Ja. Deswegen. Naja, gut. Lassen wir es ein bisschen regnen. Vielleicht ist das. Grüßen wir den mal. Vielleicht muss einfach das Spiel speichern, aus dem Spiel rausgehen, das Spiel neu laden. Kann gut sein. Ich fahre jetzt ganz alleine, ihr seid nicht mehr auf meinem Schirm. Ist ja auch nicht schlimm für die Zusammenfassung. Nee, 100 Meter hinter mir ist Kekshaufen. Ich bin einfach zu schnell vorne. Ich
schnell mal gleich meinen Geschwindigkeitsbegrenzer auf 90 und fahre dann schön über die Autobahn. Wenn ich auf der Autobahn noch 90 bin. Schnell nach 85, ja. Ach ja, gut, dann stehe ich auf 80. Ja, kein Wunder, wenn du die ganze Zeit nur 85 fährst. Warum fährt der jetzt auf verkehrten Straßenseite, Mensch? Unfall? Nee. Aber der. Okay, dann stelle ich mal auf 80. So, 80 Tempomat. Ist ja eigentlich egal. Ich meine, du musst eh weiterfahren. Also ja, weiterfahren. Ich finde es so schön, wenn wir auch direkt hintereinander fahren. Das soll ja ein Konvoi sein und nicht, wir fahren dieselbe Strecke, aber alle 10 Kilometer hintereinander. Ist ein bisschen. So. Ja, ich bin ganz alleine. Ich bin über diese Leute, die ganz zufällig. Oh, ich sehe nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, oh, falsch geblinkt. Ich wollte gerade sagen, ich sehe den Sokiam, aber. Der war dann wieder weg. Ja. Wow, wow, wie fahre ich denn hier? Jetzt kommt davon. Ich gucke gerade kurz auf Outer City, um zu gucken, ob die Aufnahme vernünftig läuft. Hat aber so einen schönen Schlenker gefahren. Hast du es gesehen? Ja. Das war. Nett. So, ich kommt da einer entgegen auf. Oder steht der? Ich glaube, der steht. Oh, da kommt uns wieder ein Konvoi entgegen. Och, jetzt schon wieder runter. Kaum auf. Ah, nee, gar nicht. Ich hab falsche Kurve. Was ist da hinten los? Stehen wieder auch. Ach, da stehen sie alle. Ja, Konvoi. Ja. Einmal begrüßen. Hinten fährt jemand gerade auf die Autobahn drauf. Ja, ich setz mal dieses Shit-Wetter auf 82. Ja, ich hab 80 Grad drin. Begrenzt. Ja, dann geh ich mal lieber runter. Auf 80. So. Ah, das ist gemütlich. Die Sonne geht langsam auf. Mann, mir regnet es immer noch. Außer Regen nichts Neues. So. Ah, so lange es kein Unfall ist, wie in der letzten Folge. Mein Internet ist in der ersten Folge zugegeben gemacht. In der ersten Folge unseres ETS-2-Konvois. Genau. ETS-2 schon Konvois schon mal gemacht. Aber wie ich in der ersten Folge schon mal erwähnt habe, da war heute so gar nichts los auf dem Server und haben gedacht, alleine auf dem Server zocken mit 30 anderen, das wollen wir auch nicht. Leider. Deswegen haben wir gedacht, spielen wir ein bisschen auf ETS. Und hier ist ja ordentlich Verkehr, das gefällt mir. Oh, ich muss längst rüber. Mensch, hier ist ja richtig viel los gerade. Kannst du vielleicht ein bisschen aufholen? Oh, Crash. Er hat wieder die Crash-Aufnahmen drauf. Ja. Die Geister fahren ATS war schon nice irgendwie. Also die Aufnahme war das ja optimal. Guten Abend. Ich hab vor allen Dingen wie ich mit Tobi da noch so leichte Diskussionen hatte. Tobi, warum bremst du? Ja. War jetzt gerade ein bisschen eng geworden da bei der Auffahrt. Und ich stehe so auf eng. So richtig vorbei. Entschuldigung. Gut, dass ihr den Spruch nicht gehört habt. Der war mies. Ich hab bloß Entschuldigung gehört, ich muss das in der Ordnung. Aber solange nichts passiert, ist alles in Ordnung, wa? Ja, bei mir haben die Zuschauer es gehört und. Ja, der Spruch war jetzt, ja. Das war mies. Ich werde das bei mir nochmal extra betonen, bei Spielen. Oh ja. Falls man sich nicht mehr sieht, gute Weiterfahrt. Jo. Oh, zu schnell! Mann, ich bin schon aus der Zone raus. Also, schon wieder ein Konvoi. Auf jeden Fall so ein Krümelhaufen da. Meinst du uns beide als Konvoi oder was? Ja, heute. Ja, nicht das erste Mal. Heute auf dieser Tour. Ja, wir haben schon. Ich habe auch schon ein paar Konvois gesehen. Das ist schon echt. Bisschen was los hier. Grüßen wir den auch nochmal. Da macht aber nichts zurück. Arsch. Mit Lampen. Ich habe das Ende gerade nicht mitbekommen, weil ich gerade verwirrt war, weil jemand mit auf der Fahrbahn gestanden hat. Ja. Ah, so. Okay, jetzt geht auch wieder. Da gibt mehr Sinn. Ne?
Leicht am D sinken hier, ganz leicht. Oh, der Ausfall fast verpasst. Der, oh Gott. Die Straße ging ja nicht weiter und er hat es fast verpasst. Ach, herrlich. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, seit der letzten ATS-Folge gibt es bis jetzt in jeder Folge brenzlige Situationen. Mhm. Gut, Gas war schon, obwohl bei der ersten Folge von ATS war wirklich ziemlich ruhig, oder? Ja, da ist nicht viel passiert. Also, wir sind gefahren, das war's. Bei dem Konvoi jetzt? Ja. Ach, aber mir ist jetzt ja auch Ende, ne? Die zwei Tanker sind da. Mhm. Tanker? Wo ich nochmal die Crashcam eingebaut habe. Genau. Also ich habe die erste Folge geschnitten. Ja. Kurz vorm Schluss. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, du, Mike, standst auf dem Parkplatz und ich war irgendwie da hinten. Und dann ist doch der eine rausgefahren, ohne zu gucken, und der andere ist voll reingedonnert. Ach, genau das, genau, ja. Jetzt erinnere ich mich wieder dran. Wenn ihr gucken wollt, was ich meine, erste ATS-Konvoi-Folge von uns dreien, beziehungsweise die YouTuber-Spedition, die bisher ja nur aus uns dreien besteht. Falls ihr mitmachen wollt, das werde ich jetzt gerne nochmal erwähnen, gerne in die Kommentare einfach mal reinschreiben, hey, ich habe Bock auch mitzumachen, wir sind offen für alle, die Bock haben mitzumachen. Wenn ihr das auch auf YouTube machen wollt. Voraussetzungen gibt es eigentlich nicht wirklich viele. Nee. Ihr solltet halt einen Kanal haben, wo auch mal ein Video kommt. Wir haben zwar gesagt, so ein paar ATS- oder ETS-Videos solltet ihr schon gemacht haben. Das geht aber so viele. Ich hätte für die Zukunft zwei in Aussicht, die auch so mal mitfahren würden. Ja, klar. Nee, auch gerne noch mehrere weitere Leute, die da müssen ja auch nicht unbedingt aufnehmen, aber es ist immer ganz nett, auch ein paar Leute zu haben, die hier aufnehmen. Genau. Ja. Soll es ja auch nicht möglichst viele Leute sein, die auch aufnehmen, aber ich finde es halt auch nett, zum Beispiel den Tobi mal dabei zu haben, den Gambit, dass wir zumindest ein paar mehr LKWs sind. Das stimmt. Dass wir immer mal vielleicht so groß sind, wie hier dieser, ich sag mal jetzt, der spanisch-portugiesische Konvoi da. Ach, das zweite Best-of, was ich nie rausgehauen habe bisher. Das meinst du? Immer noch nicht? Nein. Ist mir auch gerade erst wieder eingefallen, dass es das ja auch noch gibt. Ich hab's aber vergessen. Ja. Ich hoffe, ich habe die Aufnahme nicht gelöscht. Aber kann sein. Vielleicht. So, ich bin jetzt gerade in. Ach, ich war zu schnell. Da müsst ihr gucken, bis ihr bei. Beim Pasta. Francesco. Ja. Ich bin schon da. Achso, ich fahre jetzt noch Richtung Hamburg. Ich kann aber wieder ein bisschen beschleunigen. Ihr seid ja. Ich fahre jetzt mal wieder ein bisschen illegal, aber ich möchte ja auch so ein bisschen mal ankommen. Weil Hamburg ist doch noch eine Ecke weiter weg. Geht, ich bin auch gespannt, wie ich einparke. Das sind für alle. Ja. Was kriege ich eigentlich, wenn ich im ersten Zug perfekt einparke? Rote Ampel! Ja, das dachte ich mir auch. Das dachte ich mir bei mir eben auch, ey. Und die Ampel ist echt scheiße da. Ich meine, ich habe damit gerechnet, dass sie rot ist, aber ich habe dann trotzdem trotz Retarder nicht rechtzeitig bremsen können. Weißt du, was das Miese ist? Wir hatten doch darüber vorhin gesprochen, warum es die ganze Zeit bei mir regnet. Und du meintest doch vielleicht, weil ich mal pinkeln muss. Jetzt muss ich pinkeln und es regnet immer noch und das ist nicht nett. Hab ich Hör auf gesagt. Zu regnen! Es ist wie, als würde jemand so ein Wasserfall neben dich aufbauen oder sowas. Oh. Ist das so? Mhm. So ein Wasserrauschen die ganze Zeit auf den Ohren. Das ist nett. Was ziemlich interessant wäre, wenn es bei ATS gar keine No-Collision-Areas geben würde. Das wäre sehr gefährlich. Das wäre interessant zu sehen, wie so die Spieler. Ob man sich absprechen würde oder so. 10% würden sich absprechen, der Rest würde einfach drauf fahren. So ungefähr, genau. So, ich bin jetzt hier Level Up. Soll ich nochmal auf Fernfahrten upgraden? Ja, mach mal, dann haben wir ein bisschen länger Strecke. Das würde ich sagen, oder? Ja. So. Dann geht's da gleich raus nach Hamburg. Gibt's eigentlich. Nee, den gibt's hier nicht, ne? Den Elbtunnel? Den gab's nur in dieser Spezialmap, den ich mir gedownloadet habe, glaube ich, oder?
Aber einen normalen gibt's hier nicht. Finde ich ein bisschen schade. Weil für mich nach Hamburg, wenn man durch Hamburg nach Dänemark fährt, der L-Tunnel dazugehört. Ganz einfach aus dem Grunde, dass ich früher oft mit der Familie nach Dänemark in Urlaub gefahren bin. Und der Elbtunnel damals immer ein Highlight für mich als Kind war. Weil es einfach cool war, durch Tunnel zu fahren. Hallo, was ist denn? Sollen wir auch nach Hamburg kommen? Wenn du wollt, könnt ihr das tun. Scheiß rote Ampel, leckt mich. Ja, dann fahr ich mal was, dann habe ich was für die Aufnahme. Mhm. Dann kommt dann auch nach Hamburg hochgefahren. Und dann schauen wir mal, wie wir von Hamburg weiterkommen. Jo. Vielleicht hier gleich noch das DLC zusammen. Mhm. Dann können wir sogar noch in den Norden reinfahren. Mal gucken. Sonst werden wir uns wahrscheinlich so ein bisschen entweder Richtung Berlin oder so. Schauen wir mal. Aber für alle, die das... Oh, rote Ampel! Oh, schön gebremst. Schön gebremst. Aber ich bin rot gefahren. Nee, ich bin nicht über Rot gefahren. Nein, der. Ich weiß noch nicht mal, was ich machen wollte. Ach genau, ich wollte mir nach Hamburg ein Kartenziel setzen, genau. Hamburg und dann Werkstatt. Ja. Jo. Ich glaube, ich fahre über Rot und schieb dich richtig weg. Ich habe keine Lust mehr auf Regen. Denn der Regen wäscht uns den Met vom Leib. Ah, das kennt ihr gar nicht. Kennt wahrscheinlich keiner, weil das ein ziemlicher Insider ist. Das kommt von einem MPS und das wurde nur einmal gesungen. MPS, mittelalterliches Fantasiespektakulum, falls ihr das kennt. Ich bin ja auch so ein Mittelalter-Fan. Und deswegen gehe ich da auch mal ganz. Oder gehe ich eigentlich jedes Jahr dahin? Und da gab es mal. Hat man das Niveau. Zusammen, glaube ich, mit dem Sänger von. Mit Prinz Hodenherz von Feuerschwanz. Ja, der heißt so. Die Band, die macht aber auch so ein bisschen so Texte. Oder beide Bands, das Niveau und so. Prinz Hodenherz auf jeden Fall von. Zusammen mit denen. Das performen. Und sie haben irgendwelche spontanen Lieder halt gemacht, so, was dir gerade so einfällt. Und dann hat es gerade geregnet. Und dann haben sie rausgemacht, wenn der Regen wäscht uns den Met vom Leib, den wir uns übergegossen haben zum Zeitvertreib. Das war legendär, fand ich. Ich werde jetzt eine spezielle Ankündigung machen und werde mir einen neuen YouTube-Kanal erstellen und den Prinz Hodenherz nennen. Bitte schaut mal gerne vorbei. Prinz Hodenherz, ey. Den Namen gibt's leider schon. Muss mal, also für alle, die sich jetzt wundern, das ist die Band Feuerschwanz, die ich gerade meine. Und das, jetzt könnt ihr euch denken, dass manche Texte... Was hast du gesagt? Feuerschwanz. Ah gut, da habe ich es eben verstanden. Kannst du ja auch Feuerpenis nennen, aber... Ich habe gerade gedacht, das sagt man bestimmt nur, weil er gerade Feuerboden gesagt hat. Nein, die heißt wirklich Feuerschwanz. Er hat Schwanz gesagt. So, der Sokium, der gibt einmal gerade noch Vollgas. Ja, das ist denn? Mach ich, glaube ich, auch mal. Ich meine, wir wollen ja schnell da sein, ne? Wollte noch zugucken, ja, wenn wir mit 80 in einem Tuckernander oder so ein bisschen. Ja. Wollte gerade erwähnen, ja, das schaffe ich diesmal mit Einparken locker, das geht ganz schnell. Ich sage es lieber nicht, sonst passiert nämlich gleich genau das, was gleich passiert. Ach, du bist gerade schon da. Ja, dass ich nämlich da gleich schräg reinfahre. Aber bis jetzt sieht's gut aus. Das kennen wir ja. Also mit den europäischen Anhängern, LKWs sind die Anhänger wirklich wendiger, habe ich das Gefühl. So. Das habe ich manchmal auch das Gefühl, aber... Wo, was, wann? Wer, wie, wo, was, warum? Ja, der, war, die, war das... Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Ist der Francesco so dumm? Entschuldigung. Schon okay. Ja. Ich... Ruf an, wenn du dich entschuldigen willst. Ja. Ich hätte doch gesagt, fällt der Francesco oben, aber... Oder trinke ich jetzt einen Rum? Oder hast du genug Mumm? Oder das Ganze ist ziemlich dumm, was ich hier erzähle. Hätte ich auch sagen können. Das wäre so die Wahrheit gewesen. Ja, das wissen wir alle. Oh, ich bin Level aufgestiegen. So, komm jetzt. Aber das akzeptierst du aber. Nee. Das ist...
LKW, ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Oder besser gesagt, Parkplatz. Wir schauen jetzt mal ein bisschen beim Einparken zu. Du musst runter, ne? Ja. Da brauchst du nicht mehr lange schauen. Ich abbremsen muss. Achso, denn. Okay. Oh fuck. Ich bin jetzt fertig. Das ist ein witziger Schild. Bei mir Shades noch. Ohne Schaden. Ohne Schaden. Das ist im Online nicht so häufig. Vor allen Dingen. Aber diesmal hatte ich ja zum Glück auch keine Lags. Rote Ampel. Nein, ich halte ja auch an roten Ampeln. Ich bin ja so freundlich. Also ich bin nicht jetzt gleich. Ich sollte doch abbremsen. So. Steht ja da hinten schon eine Ampel? Nee, ne? Stehen da gerade relativ viele andere LKWs in den 8 Liter, würde ich sehen. Nee, das ist ein Karneval, der vor uns war. Aber ist. Victor Hugo steht hier auf dem Parkplatz. Nee, das bin ich nicht. Hä, was für ein Retarder? Ich hab kein. Oh, ich hab da einen LKW gehabt. Hallo, Victor Hugo. Hat der gerade mich gerade angerufen? Der Victor Hugo, Hugo. So. Okay, nehmen wir uns jetzt mal ganz gerade hier rein. Weil wir ja Zeit haben. So. Nee, eingeparkt habe ich schon lange, falls ihr das meint. Ich sehe schon, ne? Ja, dann fahren wir doch mal über 80. Ja, ich hab dir jetzt gedacht, ihr könnt euch noch so ein bisschen Zeit lassen, aber. Oh, gute Ampel! Wo steht ihr denn gerade? Welche Ampel? War vor Hamburg, ne? Alter, wie viel ist denn los in Hamburg? Oh! So krass! Ich glaube, ich weiß ja, welche Ampel hier steht. Ich bin jetzt hingefahren. Ihr steht an der ersten, oder seid ihr da unten noch? Seid ihr an so einer kleinen Straße oder ist das eine breitere Straße, die da drauf ist? Ja. Breit. Breit, ja, breit. Dann seid ihr da hinten. Ich seid ihr direkt vor der Stadt, ja, ne? Ja. Also seid ihr in der Stadt schon. Ja, dann seid ihr da hinten. Nur an der Kreuzung davor würde ich euch sehen, wahrscheinlich. Weil da stehen auch mehrere LKWs davor. Oh, ja, aber, Fächer, O. Ich schau, ihr könnt euch schon mal einen schönen Scania angucken, den ich fahre. Ich bin ja ein großer Fan von. Also, Achtung. Oh, der kommt an, gerade, ey. Soll ich gerade was. Ich muss rüber, du Spacko. Oh mein Gott! Es ist doch manchmal Alter. Auch ganz. Alter! Es ist doch manchmal auch ganz nett, einfach zuzuhören. Hast du es gesehen? Ey, der Kaffee hat angerauscht. Oh Gott. Der Kaffee hat angerauscht. Ich musste halt ausweichen und dann hat er so stark abgebremst, weil ich noch mehr ausweichen musste. Sodass ich dann über den Bordstelle rübergehoben bin. Ja, der musste nämlich rechts ab und wir waren auf der linken. Oh fuck. Bumm. Schön gegen Laterne. Profi und so. Wir waren auf der linken Spur, mussten aber auf die rechte und der stand auf der rechten. Und von Schüsse kommt sie mit 100 Sachen. Und schlechte Wärme vor ihm und sagt, und dann passt hier in die Fahrt-Dinge. Das kommt davon, wenn man zu schnell rast. Und dann kommt. Warte mal, ich geh mal nach innen, sonst versteht man euch kaum noch. Oder beziehungsweise, weil das Spiel dort ein bisschen laut war. Ich glaube, mich versteht man nicht mehr. Ich bin gerade. Nee, jetzt hat's gerade echt Lex gerade. Ja, jetzt geht's wieder. Ich habe gerade Lex gehabt. Kurz. Aber ich würde sagen, versteht ihr mich gerade noch? Ja. Ich euch aber sehr nicht mehr. Könnt. Jetzt nicht mehr. So. Jetzt wieder. Alter, mein Ping. So. Ich wollte mich jetzt endlich verabschieden. Ist mir egal, ob ihr mich versteht. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. ETS 2 Konvoi. Ciao. Tschüss.